Gassi Herr und Frau Schnäuli. Sie kommen im Fernsehen und sie sind enorm stolz drauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues. Heute gehen sie in den Knickenkurs. Herr Schnäuli, wollen wir anfangen? Ja. Also ohne Frau? Aha. Ja. Kommt sie noch? Oder? Ja, sie ist auf Bern runter, geht lädeln. Ja, wie ist das so, jetzt da eure Frau weg ist? Ist das jetzt... Ja, hat man ein bisschen Frieden. He? Sie glaubt wieder etwas, jetzt seit einer Woche tückelt sie da die ganze Zeit auf dem Telefon rum. Ja. Hans-Jörg, ich bin zurück. Ja. Offenbar, hä? Oh. Hat schon angefangen. Mein Zug hat Verspätung. Hast du das Röseli bekommen? Hm? Flott. Ah ja. Zeig mal. Schäbiger Keib, hä? Woher hast du das bekommen? Von einem, der mir gekämmt hat, der Stadt. Hast du ein neues Tenue da? Tenue Vermicelle, hä? Wie findest du? Ja, das Herbstelet. Ja, das haben sie mir auch gesagt. Ja. Oder? Ja. Was hast du da noch für einen Pöckel? Ist das nicht der, was ich eigentlich abnehmen würde, wenn man es zahlen würde? Du, aber es hat mich eben noch gedünkt, dass sie so schamper günstig. Hast du den geklaut jetzt, oder? Hansjörg. Gehst du jetzt auf Bern runter klauen, wenn du im Fernsehen kommst? Oder wie haben wir es? Aha, In diesem Ton. Zeig mal, das ist... So, ich mache mit dem, dass es so ein bisschen... Ich will es schützen. Weisst du, ich will es nicht... Nein. Eine Sage. Im... Nein, das finde ich. Hallo jetzt! Ja, das kommt. Da haben wir ihn. Schau. Rodu. Den könntest du auch rausnehmen, wenn du deinen Weg aufstehst, oder? Ich habe noch die Smartphones abgegeben. Kommen wir zurecht mit den Filmen? Also, du müsst euch selber filmen, Clips machen. Ja, denke ich mir, jetzt haben wir da schon ein bisschen Kuchen gebacken. Und so Pizzen daraus geschnitten haben wir ja schon, oder? Genau. Und dann den Rest weg, dass es Man kann ja nicht zeigen, wie man den ganzen Kuchen... Und dann einmal mit dem Besen, oder? Weisst du, oder? Ja. Mehr privat, hast du ja, nicht für das Fernsehen. Nein, das löschen wir. Also die können wir sowieso nicht ins Fernsehen. Aha. Die privat machen. Ah, das ist, Die zeigen wir bei YouTube. Bei wem? Wir haben gehört von eurem Mann, die sind viel im Facebook, Frau Schnäuli. Ja, das kann man schon sagen. Eigentlich nur noch. Nein, also... Froh sein, wenn es noch zur Nacht gibt. Mal, du hast es ja. Nimmst du es in die Wäschküche, auf die Toilette, nee, also auf die Toilette. Zum Kochen im... Telefon deutet hier noch etwas mehr als früher. Entschuldigung. Etwa der Hempel. Margit Schneuwitt. Samstag ist Davos. Das ist der Hempel. Nein. Ist nicht der Hempel gsi? Nein. Wer ist der gsi? Gut, die letzte Sendung hat es einen Aufruf von uns gegeben, dass wir so Experimente unterbreiten. Ist da etwas gegangen? Mhm. Hast du etwas bekommen? Ja, das ist doch der Victor Giacobbo hat ja ein Experiment vorgeschlagen. Wer ist das? Da ist ein Bekannter, der so eine Fernsehsendung hat. Und, Giacometti, oder wie heisst er? Giacobbo. Giacobbo. Victor Giacobbo. Aha. Und er ist mit dem Mike Müller. Verwandt. Er hat uns übrigens eingeladen. Also wir können nächsten Sonntag, ich weiss jetzt
nicht, ja, können wir nach Zürich. Nach Zürich? Ja, wir können mal schauen, wie so eine Fernsehsendung so aus dem Publikum heraus funktioniert. Wir können dort ins Publikum. Wir, haben, wir sind auf der Gästeliste. Mhm. Ja, der halt. Was hättet ihr für ein Experiment vorgeschlagen? Knicke. Was? Knicken. Wie knicken? Also das heisst, wie man sich... So einknicken, oder wie? Nein, wie man sich benimmt. Also lernen, höflich zu sein. Das also ist Italiener, Italiener, er ist nicht Italiener, will mir erklären, wie ich muss einknicken, oder was? Siehst du jetzt das Schloss? Ja, das sehe ich. Weil du den Kopf gekehrt hast. Die Herbstbäume. Ja. Wir werden, glaube ich, erwartet. Ja. Am Schloss her. Grüß dich, Margrit Schneuli. Elisabeth Rickli. Guten Tag, herzlich willkommen von Schneuli. Hans-Peter Fochetzer, freut mich sehr. Hans-Peter Fochetzer. Ja. Margrit Schneuli. Hallo. Steffen. Schneuli. Ja. Steffen. Steffen. Ja. Steffen. Steffen. Freut mich, ja. So, in dem Fall ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Knickerkurs. Das freut mich sehr. Ich bin gespannt. Wir werden ein wunderschönes Menü miteinander haben und werden sämtliche Aspekte des gesellschaftlichen Umgangs miteinander so ein bisschen anschauen, besprechen miteinander. Was? So. Ja. Der Sommelier ist bereits da, das ist wunderbar. Grüß dich. Grüß dich miteinander. Schneulig. Ich darf noch zum Apro Champagner vom Alexandre Chartonnier servieren. Ist ja gut. Er ist hervorragend, ja. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen auch. Aha, ja. Die Dame. Ja, ja, ja. Zum Mal miteinander. Prost. Zum Wohl. Prost. Zum Mal miteinander. Komm mal, der kann etwas. He? Er schmeckt Ihnen hoffentlich sehr gut. Mhm. Wunderbar. Top, ja. Oh. Super. Dankeschön. Das ist herzlicher Dank. Merci. Merci. Danke. Mhm. Das ist Rüebli, hä? Das ist Kürbis. Das ist Kürbis? Mhm. Dann kommen wir bereits zum nächsten Thema, sogenannte Smalltalk. Mhm. Was ist Smalltalk grundsätzlich? Wer hat da eine Ahnung? So ein bisschen. Allgemein Wetter vielleicht, beispielsweise. Genau, oder das wäre das Thema bei Smalltalk. Pneu wechseln oder Sachen, die alle betreffen. Wo seid ihr unterwegs? Also, wo ich lebe, meinen Sie? Ja, also ja, ist gleich. Mhm. Also, wir leben in Zürich. Mhm. Ich bin nach Zürich gezogen, in Zolliken. Ja. Kennen Sie Zolliken? Zolliken. Da haben Sie einerseits die landschaftsarchitektonischen Elemente, die Themen von Vanitas, also Eitelkeit und Vergänglichkeit. Frau Schneuli. Margrit Schneuli. Ja, ich spüre es schon ein bisschen. Es gibt den Ruf von Margrit. Jetzt können Sie mal den Wein das Glas in die Hand nehmen, schön am Stiel, wie wir es geübt haben. Dann können Sie den Wein ganz ein bisschen schwingen. Dann können Sie die Farbe mal anschauen vom Wein. Das wäre mal der erste Schritt. Dann können Sie mal mit der Nase leicht daran schnuppern. Mal. Und dann können Sie einen kleinen Schluck nehmen und sich ein erstes Bild machen, ob der Wein gut ist. Vielleicht hat er ja Zapfen, die Möglichkeit besteht. Auf das hat das Sommelier auch keinen Einfluss. Ja, tipptopp. Gut. So, ich sehe, wir haben eine wunderbare Vorspeise. Ja, schön. Das sieht doch super aus. Ich gehe schnell auf die Toilette. Excuse. Gut. Ihr lasst mir trotzdem schnell sagen, was wir hätten. Ein schönes Salat mit Wachteleier für die Vegetarischen. Und zusätzlich für... Hast du schon probiert? Ja. Die ist wirklich, die hat so ein Flair, so ein... Balsamico. Wie heisst es? Steffen Carolin. Carolin. Nein, wir haben das gesehen. Aber wir haben es nicht gesehen. Du hast gesehen, es ist nur erst neulich. Du musst zuerst du machen. Du kannst nicht sagen, du.
Also mir schon, das kannst aber... Du kannst jetzt hinterher kommen. Die Frage wäre gewesen, wie sie zu dem Kurs kommen. Ja, genau, ich wollte wissen. Das hat Caroline eigentlich wollen. Ja, genau, das ja, liebe Caroline. Du müsstest jetzt, also, wir sind ja gerade noch nicht per Du, oder? Das ist jetzt eben die Frage. Also klassisch, ob das Thema jetzt aufzunehmen ja. Einfach kurz, dürfen Sie sich nicht. Nee, ja, eben. Freut mich. Nicht grundsätzlich nicht zwingen. Also wie heisst er? Nochmal, Excuse. Pascal. Pascal. Pascal freut mich. Das ist Margrit. Also, hätten wir das, oder? Ja, einfach, wir machen so Sachen. So wie dir auch, oder? Oder wieso habt ihr noch... Wir haben es geschenkt bekommen. Ah, ja. Zu der Hochzeit. Zu der Hochzeit haben wir es ja. Zu welcher? Zur Silberin? Nein, schon unsere Hochzeit. Ah, dort also, ist gerade geheiratet? Ja. Vor einem Jahr, ja. Ah, ja. Ja. Das ist noch mutig in diesem Alter. Ja. Aha. Ohne die ging das nicht, oder? Also, hast du das nicht gern? Nicht so. Am Pascal. Willst du noch ein Ei, Pascal? Nein, für mich ist gut. Ah, er ist der Lu, er ist so nicht. He? Nein, ich meine, wir haben eben so aus dem. Es ist ja so. Als Mensch lebt man so in den Arten. Ist das so? Ach, das habe ich zum Beispiel auch als Kind gehört, dass man voll nicht ist. Nein, klar, manchmal kommt man ins Feuer. Halt, oder? Das stimmt schon, Hans-Peter. Ja, ja. Das man nicht. Dass man eigentlich, oder? Ich habe einfach nicht verstanden. Und ich sage ihm so immer, wenn wir Fondue essen, hat er die Angewohnheit, dass er mit dem mastigen Käse im Mund einfach weiter rediskutiert. Ja. Das ist der Moment. Und ich verstehe gar rein nichts. Und die Käselappen, die Lampen immer noch zum Mund. Jetzt muss der Schiri rein und sagen, jetzt ist das Fondue zuerst mal runter und redet näher. Ja, also jetzt nehme ich es nicht, oder? Nein. Nein, ist auch unfreundlich, wenn man jemanden anruft und dann nehme ich es nicht, oder? Ja, die Person, die anruft, kann natürlich zum Zeitpunkt, wo sie jetzt sind, nicht wissen, dass sie gerade am Essen sind. Jetzt idealerweise würde sie das Telefon auf lautlos stellen oder auf Flugmodus, damit es gar nicht erst läutet. Mhm. Grundsätzlich sind das Teilstück, die man isst, vom Segel. Das ist jetzt eine Emulsion, eine wunderbare Soße vom Koch. Ich denke, wir probieren das einfach mal. Der Eierstück? Gut. Ja. Sind Sie mit dem Auto gekommen? Nein. Wir sind abgeholt worden vom Kamerateam. Mhm. Und ihr? Wir sind mit dem Auto gekommen. Nicht alleine, gell? Weißt du, dass ich schön gerade davor bin? Wenn man jetzt in einem guten Restaurant ist und das Gericht fotografieren will, dann kann man das diskret machen, das Telefon wieder verstecken, vielleicht nicht gerade um den halben Tisch herumlaufen. Es ist gut, Margit. Ja, ich tue nur noch Sie ist der Käse nicht richtig, oder was ist das Problem? Sie hat dir vorher vorgeworfen, wie du der Käse bist, und jetzt macht sie genau das Gleiche mit dem Käse. Ist jetzt endlich durch, hä? Wir haben ja Käse. Wie? Wir haben Käse, wir können es nicht sagen. Aha. Sie erfragt sie, ob es gut durchsagt, sie hat Käse, ich habe auch Käse. Und haben Sie noch grosse Wochenendpläne? Mit dem wunderschönen herbstlichen Wetter, oder? Lassen Sie es auf sich zukommen. Schönen Samstagmittag. Vielleicht ist es Nacht mit Schnee, ne? Kann man ja sonst mal festhalten mit dem Foto. Nein, jetzt mal Margrit, hör auf mit dem. Nein, das ist das Letzte. Rechle. Rechle. Wir haben gefotet.
Lächeln! Wenn Sie das Telefon nicht weglegen. Hallo! Nein, ich mache jetzt gerade ein Film für das Facebook. Das hat mir der Schneeberger gesagt, ich soll es machen. Und das mache ich. Ist das schlecht? Sie machen so blöde Witze. Du, lass das rein. Ja. Lächeln! Lächeln! Es ist alles drauf, Hans-Jörg. Das können wir jetzt auf Facebook posten, oder? Ja. Kuchen damit. Ja, da. Grüezi miteinander. Grüezi, Frau Schnäuli. Herzlich willkommen. Grüezi, Herr Schnäuli. Herzlich willkommen hier bei mir. Die Imageberatung. Geht's so? Ja. Also. Für mich ist das eine, Outdoor-Jacke, wenn Sie wirklich auf einen Spaziergang gehen oder Fitness, zurück Fitness springen oder so. Ja. Aber machen Sie Fitness? Nein. Eben. Aber gehen spazieren mit Ihrer Frau? Nein, nie. Ist er auch nicht optimal? Ah, Sie haben Glück. Ja. Haben Sie mal ein Loch gehabt? Ja. Ja, habe ich gedacht. Dann würde ich den ausquartieren. Dann posten Sie sich einen schönen neuen. Aber der ist gerade neu. Und schon ein Loch drin gemacht? Ja, darum eben. Ein bisschen wegen dem. Jetzt? Wisst ihr, dass das, was so piepst? Was so piepst? Im Laden. Jetzt. Also sie rausschneiden. Sind Sie nicht durch die Kasse mit dem Bulli? Wenn man so schaut, Ihre Gesichtsform, Sie haben eine ausgeprägte Wangenpartie, oder? Sie haben ein höheres Jochbein. Das würde eigentlich heissen, dass man das mit der Brüllenform ein bisschen brechen. Wissen Sie, wie ich es meine? Das Jochbein? Nein, nicht das Jochbein brechen. Einfach, dass man mit der Brüllenform das ein bisschen zurückdreht, weil das sehr markant ist. Dass es ein bisschen weniger auffällt, das Gesicht. Ein bisschen. Ja. Ich muss sie ja anschauen, oder? Also, natürlich. Das ist, es ist Ihre Brille, aber ich muss sie anschauen. Oder? Ja. Das muss man natürlich so sehen. Oder? Ja. Oder ist das jetzt eine für Mann? Oder? Das ist so ein bisschen beide Richtungen. Mit den dominanten Rämmen, die jetzt sind, das ist... Aber? Wie gesagt, weniger als normal, aber genug. Darf ich Ihnen das so geben? Ach, und dann möchte ich Sie bitten, das einmal anzulegen und dann schauen wir mal weiter. So, und jetzt, wie fühlt ihr euch? Sitzt, Herr Steuli. Ja. Sie sehen hübsch aus, oder? Fühlen Sie sich wohl, Frau Schneumi? Ja. Schon. Bei Ihnen könnten wir jetzt die Haare noch aufstecken, oder? Das? Meränke, hä? Schwarze Meränke. Also nein, so eine schöne Spitzenkleid. Ist es eng hier? Ja, es ist schon. Also, es tut dem schon. Hey. Grüß dich miteinander. Grüß dich, Frau Schneuli. Grüß dich. Grüß dich, Herr Schneuli. Wir starten mit dem rechten Fuß vorwärts. Wir haben rechts vor, links auf die Seite, rechts schliessen, links zurück, rechts auf die Seite und schliessen. Sehr gut. Wir haben vor, Seite, schliessen. Die Dame kommt vor, geht rechts einen Schritt weiter, wir gehen rechts, links auf die Seite. Ja. Genau, sehr gut. So. Und jetzt schliessen. Schliessen. Sehr gut. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und schön ruhig bleiben. Aber schön ruhig bleiben. Also, für mich ist das noch schwierig, weil er trappt mir die ganze Zeit auf mich nicht auf. Aua, jetzt warte schnell. Führen. Oh. Kannst du warten, bitte? Der bleibt noch vorwärts. Ja. Wenn ich mich drehe, geht er seitlich in die Seite. Schliessen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Herr und Frau Schneuli, viel ist passiert heute. Ja, mal. Wie habt ihr es erlebt? Schön. Also? Ja. Nicht alles? Das war ein bisschen
Aber der Walzer jetzt am Schluss. Gut, zum Verdauen. Gell? Mhm. Was nehmt ihr so mit jetzt von dem heutigen Tag? Ja, das Kostüm. Das Kostüm. Wollt ihr sonst Herr und Frau Steffen noch eine Botschaft übermitteln? Hättet ihr jetzt die Chance, durch die Kamera vielleicht Ihnen zwei eine Botschaft ja, bringen? Ja. Nein, das nächste Mal zusammen. He?